Kennt ihr den dritthöchsten Berg der Erde? Ist das der Manaslu? Der Lhotse? Annapurna? Einer von denen müsste es doch eigentlich sein, sonst würde man die ja nicht kennen. Aber nein, es ist ein Berg, der den Namen Kangchenjunga trägt. Und um genau den geht es heute bei Berge im Porträt. Der Kangchenjunga. Bei so einem Namen fällt es nicht schwer zu glauben, dass der immer wieder mal gerne übersehen und vergessen wird. Doch der Name ist eigentlich noch viel komplexer als in seiner eingedeutschten Aussprache. Komplex auf diversen Ebenen. Zum einen, der Kangchenjunga heißt auch Kangchenjunga. Das ist der Begriff, der im Englischen üblich ist und dieser ist aufgrund diverser Umstände auch sehr wichtig. Andere Namen sind aber auch auf Nepali und Hindi Kangchenjunga. Klingt gleich, ist aber anders geschrieben. Wie dem auch sei, die Bedeutung des Wortes Kangchenjunga liegt eigentlich im Tibetischen vergraben. Der Berg zerteilt sich in vier Worte. Gangs für Schnee, Chen für groß, Zot für Schatzkammer und Nga für fünf. Sortiert man die Scrabble-Buchstabensuppe jetzt noch in eine deutsche Reihenfolge, steht da die fünf Schatzkammern des großen Schnees. Womit wir zu einer spannenden Frage kommen. Wenn das doch nur ein Berg ist, warum braucht man dann eigentlich fünf Schatzkammern? Die fünf Schatzkammern beinhalten laut den Erzählungen Gold, Silber, Edelsteine, Korn und die heiligen Schriften. Andere Quellen sprechen jedoch von Kupfer statt Edelstein. Der Punkt dahinter bleibt aber der gleiche. Die Schätze sind nämlich unerreichbar. Sie sind beschützt vor jeglicher Habgier der Menschen. Denn der Kangchenjunga ist zu mächtig und zu ausladend, um an sie heranzukommen. Er sei also der Berg, der über der Gier der Menschen steht. Der Erzählungen zufolge kann man die Schätze ab und zu am Berg aber funkeln sehen. Doch es gibt für Menschen, denen Sagen und Geschichten nicht so zusagen, auch noch eine ganz praktische Erklärung für die fünf Schatzkammern, nämlich die fünf höchsten Gipfel des Kangchenjunga. Doch dafür werfen wir kurz mal einen genaueren Blick auf die Geografie des Kangchenjunga. Der Kangchenjunga steht ganz im Osten Nepals an der Grenze zu Indien. Damit steht er in seiner eigens benannten Region, der Kangchenjunga-Region, die sich gleich über mehrere Landesgrenzen erstreckt. China, Indien, Bhutan und natürlich Nepal. Drei der fünf höchsten Gipfel des Massivs liegen direkt auf der Grenze, die zwei anderen auf der nepalesischen Seite. Vier der fünf höchsten Gipfel des Massivs sind aber besonders spannend, denn diese Eigenschaft gibt es nur am Kangchenjunga. Der Kangchenjunga Hauptgipfel, der Kangchenjunga Westgipfel, der Kangchenjunga Mittelgipfel und der Kangchenjunga Südgipfel. Unfassbar, dass ich das beim ersten Mal alles hinbekommen habe. Liegen allesamt weit über 8000 Meter hoch. Der Hauptgipfel selbst ist stolze 8586 Meter hoch und damit der dritthöchste Berg der Erde. Der Kangchenjunga hat damit gegenüber den anderen 8000ern ein klares Alleinstellungsmerkmal. Außerdem ist er wohl das mächtigste Massiv der 8000er, da er stolze 16 Gipfel mit über 7000 Metern Höhe innehat. Doch wie war das eigentlich, die Geschichte mit dem Kangchenjunga? So nah an Indien dran. Wenn man Bergsteigen in Indien hört, dann denkt man reflexartig, dass man irgendwo in den Geschichtsbüchern sicher einen Briten hervorholen wird. Und ja, so ist es auch hier. Im Jahr 1848 machte sich der britische Entdecker und Botaniker Joseph Dalton Hooker auf den Weg nach Darjeeling in Indien. Er suchte ursprünglich Pflanzen, die nur in dieser Region wachsen und fand letztlich aber den Kangchenjunga, versteckt hinter Gänseblümchen. Nein, natürlich nicht, sondern hinter Bergen. Damit war erstmals Kangchenjunga-Gebiet erkundet, womit eine Welle des Interesses seitens der Briten und auch Deutschen über die Region nördlich von Darjeeling hereinbrach. 1905 dann kam es zum ersten interessanten Versuch, den Kangchenjunga zu besteigen. Die Schweizer Jules Jacot Guillemot, Alexis Pach und Charles-Adolphe Raymond machten sich zusammen mit dem Briten Alistair Crowley auf den Weg zum Kanch, wie er umgangssprachlich gerne genannt wird, und zwar über Indien nach Nepal von Süden kommend. Allein waren sie dabei aber nicht, denn mit ihnen gingen fünf indische Diener, die sie verpflichtet hatten, und schlappe 230 Träger. Es sollte also über die Südwestflanke des Kangchenjunga gehen, doch bereits unter 6000 Metern gab es große Schwierigkeiten. Die riesige Truppe splittete sich auf, da der Brite Crowley die Träger brutal, arrogant und gnadenlos behandelte und sie barfuß durch Eis und Fels gehen ließ.
Jacques Guillaumin sagte später selbst, dass er schockiert war über seinen Charakter. Auf 6500 Metern war dann jedoch aufgrund einer Lawine und fehlender Gruppenmoral letztlich Schluss. Später wird Crowley aber behaupten, sie hätten den damaligen Höhenrekord gebrochen und eine Höhe von 7620 Metern erreicht. Beweisen oder belegen konnte er das aber nie. Trotz dem dramatischen Verlauf des ersten Versuchs war diese Expedition nicht ganz umsonst. Sie gab schließlich den Weg für die Erstbesteigung im Jahr 1955 indirekt vor. Dennoch starben 1905 drei der armen Träger dieser Expedition. 1929 probierte er seine deutsche Expedition über die Nordostroute auf den Gipfel. Sie kam bis zu diesem Zeitpunkt mit 7400 Metern dem Ziel schon deutlich näher, war aber immer noch weit weg von einem Gipfel. Auch wenn sie zwei Jahre später erst auf 7700 Metern umkehren mussten. Doch dann kam der 25. Mai 1955. Nachdem die beiden Jahre zuvor Everest und K2 bestiegen wurden, war der Kangchenjunga der höchste unbestiegene Berg der Erde. Also ein klares Ziel für die Briten. Die Route war großteils bereits klar, man wollte sich an der Route von Crowley 50 Jahre zuvor orientieren. Die Fortbewegung war für das wieder enorm große Team sogar sehr zügig. Ein Basecamp wurde am 23. April eingerichtet und dann im Schnitt jeden zweiten Tag ein weiteres Camp. Bis zum Camp 5 auf 7700 Metern am 13. Mai ging alles flott. Doch dann kehrte Ruhe in die Expedition ein. Bestmögliche Wetterbedingungen und eine ausreichende Akklimatisation waren wichtig, um nun keine Risiken mehr eingehen zu müssen. Am 24. Mai errichteten sie letztlich nochmal ein weiteres Camp auf 8200 Meter, also relativ knapp unter dem Gipfel und für eine Nacht am Berg extrem hoch oben. Doch am 25. Mai bestiegen die beiden Bergsteiger George Band und Joe Brown letztlich den Gipfel. Zumindest fast. Denn ganz auf den Gipfel haben sie es nicht geschafft. Aber nicht, weil ihnen die letzten 6 Meter und 1,5 Höhenmeter nicht mehr gelungen wären, sondern aus Respekt und aufgrund eines Versprechens, den Gipfel des Heiligen Berges in Ruhe zu lassen. Diese Aktion hat übrigens in der Welt des Bergsteigens für Nachahmer gesorgt, sodass es heute eigentlich unüblich ist, den Kangchenjunga bis zum allerhöchsten Punkt zu besteigen. Auch wenn dieses Hindernis keinerlei Schwierigkeiten oder Probleme machen würde. 1955 war damit ein erfolgreiches Jahr für die Briten. Und wie man das von anderen Bergen halt kennt, kamen dann Massentourismus, Seilbahn und Skigebiete. Nein, ist natürlich Quatsch. In diesem Fall trat nämlich genau das Gegenteil ein. Die Kangchenjunga-Expeditionen blieben in den Jahren darauf sehr rar. Alle paar Jahre kam jemand, um einen neuen Weg auf den Kansch zu finden und später auch die ebenso hohen Nebengipfel zu besteigen. 1977 eine indische Armee-Expedition über den Nordostgrat, 78 eine polnische Expedition auf den Kangchenjunga-Südgipfel, Jeanette Harrison als erste Frau, die die Nordflanke des Kansch durchsteigen konnte, und viele einzelne Erfolge folgten. Doch der Berg blieb immer ein Spielplatz für Abenteurer mit der Idee, etwas Neues, Unmögliches zu schaffen. Selten wurden in den ersten Jahrzehnten x-fache Wiederholungen von Normalwegen geplant. Und auch bis heute sind die Besteigungen des Kangchenjunga nicht mit den Zahlen eines Everests oder eines K2s zu vergleichen. Das Ganze hat zwei einfache Gründe. Zum einen, der Kangchenjunga ist auch auf seinem leichtesten Weg sehr schwer und vor allen Dingen sehr gefährlich. Das Lawinenrisiko ist auf diesem Berg eines der höchsten im 8000er Bergsteigen. Zum anderen, die Lage. Der Kangchenjunga ist so aufwendig zu erreichen wie kaum ein 8000er. Das macht ihn für Treks oder schnelle Expeditionen unattraktiv und macht seine Besteigung stets zu einem Megaprojekt, das bis zum Schluss durch das extrem schnell wechselnde Wetter und die schwierigen Bedingungen immer auf wackeligen Beinen steht. Gerade in der britischen Geschichte hat der Kangchenjunga eine enorm große Bedeutung, denn er war eines dieser Projekte, die gelingen mussten, um die Bergsteigerehre des Königreichs irgendwie zu retten, nachdem die großen englischen Erfolge am Everest und am K2 stets zur britischen Lachnummer wurden. Eine Lachnummer, die mit der Erstbesteigung des Kangchenjunga endgültig ein Ende nahm. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, denkt gerne an das, was hier in der Einblendung steht. Denkt euch gerne an einen Daumen hoch, denkt gerne an mich. Und denkt gerne an ein Abo. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!